Ich bin endlich irgendwo hier im Wald gelandet. Also nicht endlich, eigentlich hasse ich es, allein im Wald zu sein. Aber ich wurde halt von meiner Burg geschmissen. Und ich bin au, 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 ah, diese Stacheln, Mann. Ah, ja. Au, meine Hände, Mann. Ah, diese blöden Stacheln. So, ich wurde von meiner Burg verscheucht, weil ich anscheinend ein Gesetz gebrochen habe. Von wo ich weiß nicht, von das ich gar nicht wusste, nur weil mein Vater mal der allerhöchste Diener von dem König war. Aber egal, ich bin gut auf dem Weg. Oh, Beeren, Beeren. Obwohl, eigentlich brauche ich ja gar nicht. Oh, wow. Okay, die waren echt komisch. So, eigentlich brauche ich. Au, 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 Mann. Eigentlich brauche ich die ja gar nicht, weil. Ich habe ja hier so ein. Erstens, ich habe einen Friedensvertrag. Dann habe ich einen Rucksack mit Essen drin. Fackelpfeile, wenn man die schießt. Und werden die Fackeln halt als Fackeln platziert. Dann sind das hängende Fackeln irgendwo. Ich zeige es kurz. Oh, da ist übrigens eine Höhle. Vielleicht, oh, Mann. Warte, oh, hallo Schäfchen. So, ich könnte vielleicht hier schlafen. Oh, Wasser, Wasser, Wasser. Oh, Wasser, lecker Wasser. Oh, das ist gut. Das sind normale Pfeile. Ich habe einen Bogen, der schießt auch sehr gut. Ein Schwert von der Normanen, also unsere Burg ist die normannische, von dem normannischen Volk. Und dass ich, die haben ein neues Schwert, ein Breitschwert. Und ich zeige mal, wie schön die schießen hier. Diese Fackeln. Ah, ja. Hier so. So, schöne Fackeln hier nehmen. Und daraus bleibt dann, da bleibt dann auch als eine Fackel. Das ist ein Gebäude. Ein Haus. Okay. Schäfchen, was guckst du mich so komisch an? Da ist ein Haus. Mit einem Garten. Oh, wie schön. Vielleicht könnte ich da fragen, ob ich da übernachten kann. Ist da jemand? Okay. Was ist. Apomonomeno Bosque Manaleos Radinos. Was? Ich verstehe keine andere Sprache. Spricht hier niemand Normanisch oder so? Ist das denn. Ist das kein Normanisch? Bin ich in einem anderen Land? Warte, ist da jemand drin? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo, kann ich rein? Da steht doch jemand. Ui, wo bist du? Hallo? Ich bin von dem normannischen Volk. Oh, okay. Wieso sprechen die nicht ihre komische Sprache da? Das ist einfach nur unsere Schrift. Wir schreiben so in so einer großen Burg, in so einem großen Volk, da sprechen wir so eine Sprache. Aber ich bin ein einzelner Mann, der auch von deinem Volk weggeschmissen wurde, so gesagt. Und jetzt lebe ich hier auf dem Land alleine. Okay, könnte ich vielleicht reinkommen? Ja, natürlich, komm rein. Die Tür ist offen. Danke schön. Oh, sie sind zu rot. Oh ja, ich bin schon ein alter Mann. Ja, sieht man. Was haben sie denn hier? Übrigens ist das dieses neue Breitschwert, was sie in der normannischen, im normannischen Volk haben? Ja, das ist das neue Schwert hier. Können Sie mal angucken. Nein, nein, nein. Ich brauche das nicht. Nur vielleicht. Ich glaube, ich hatte mal das Vorgängermodell. Wirklich? Okay. Ja. Guck mal in der Truhe. Ja, ich erinnere. Nein, nein, die andere. Oh, warte. Eisenschön, das nochmal. Oh. Okay, warte. Das ist ja wirklich das. Darf ich kurz nehmen? Ja, kannst du ruhig machen. Leute, das ist ja wirklich das noch Vorgängermodell. Hey, ganz ruhig. Aufpassen, okay? Ja, Entschuldigung. Okay, cool. Dankeschön. Sie haben übrigens auch viel Essen da drin. Ja, könnte ich mich vielleicht umsehen hier? Du kannst, wenn du willst, auch übernachten hier. Ich bin eh einsam, deswegen wünsche ich mir immer Gesellschaft. Oh, gut, dann kann ich ja auch mich mal hier umgucken. Oh, sie haben hier Schweine und so, wie ich sehe. Kühe, Schafe. Ah, okay.
Okay, was ist das? Oh, das ist unser neues Apparat. Also mein neues Apparat. Ich bin übrigens ein Erfinder. Oh, cool. Das ist so ein Brunnen. Damit kann man was hochheben. Hier kurbelt man. Versuch mal, versuch mal. Okay. Okay, es ist halt schwer. Okay. Und dann musst du die ganze Zeit halt weiter kurbeln und so, bis es dann hochkommt. Okay. Und dann, ja. So funktioniert das halt. Kann ich kurz versuchen? Ja, ich bin kurz in meinem Haus. Okay, okay. So. Oh, ist es schon da? So, perfekt. Okay. Also funktioniert das gut. Ah, ich lasse es mal so um. Ich glaube, er hat kein Problem damit. Oh, du hast es geschafft. Ja, meine Muskeln sind heute halt nicht so stark wie früher. Aber vielleicht könntest du mir sogar behilflich sein. Okay, was sind das für schwarze Dinger hier drin? Oh, das ist Schwarzpulver. Nicht anpacken, das ist noch heiß. Okay. Au, 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 au. Okay, ich sollte dich doch nicht anfassen. Alles okay? Ja. Dankeschön, dass Sie es mir gesagt haben. Ja. Wo könnte ich denn dann schlafen bei denen, bei ihnen? Ich kann einfach hier im Garten schlafen. Was? Ist nicht kalt? Nein, in diesem Land hier ist es nicht kalt. Ich habe sogar selber vergessen, wie das Land heißt, weil, okay, weil ich bin ja schon alt und ja, ich vergesse viele Sachen. Aber ich habe ein Buch, da könnte ich dir zeigen, welches Land das ist. Okay, danke schön. Eigentlich ist mir egal. Aber ich habe noch so einen Friedensvertrag. Wenn Sie wollen, zeige ich das Ihnen. Ja, dann können Sie vielleicht unterschreiben. Ich will nicht unterschreiben. Ich habe sowieso Frieden mit ihm. Okay. Ja, aber ich habe nur ein paar Probleme mit solchen Typen, die rauben einen aus. So Banditen, die hier in der Nähe wohnen. Vielleicht könntest du mich davor verteidigen. Ich bin ja schon alt und kämpfen kann ich auch nicht so gut. Gerne, ich könnte sie gerne beschützen. Ich habe auch viel übers Kämpfen gelernt. So, ja, so. Okay, das ist Beweis genug. Und mit deinem Bogen kannst du auch gut umgehen. Ja, nur ich muss kurz die Fackeln wechseln. So, ich gehe mal dann schlafen. Ne? Ich muss mal Mittag. Es ist schon dunkel. Vielleicht könntest du das übernehmen mit dem Haus. Ja, okay. Eigentlich, vielleicht könntest du heute im Garten schlafen, weil ich bin schon müde. Okay, echt komisch, aber egal. Okay, zum Glück bin ich jetzt hier, habe ein schönes Häuschen, also nicht ich, aber dieser Typ, ich schlafe jetzt mit den Tieren hier. Schweinchen, könntest du kurz weggehen? Ups, Entschuldigung. Und dann lege ich mich wohl hier hin, so. So, jetzt schlaf ich mal, es ist wirklich nicht so kalt. Er hatte recht, dieser alte Mann. Und morgen gehe ich dann zu den Banditen und kümmere mich darum. Wow. Was? Oh. Wieso war ich gerade in dem Dach drin? Okay, das müsste, glaube ich, ein kurzer komischer Traum sein, okay. Gute Nacht. Oh, guten Morgen, Schlafmütze. Ich schäre hier gerade die Schafe, willst du mir helfen? Ja, kann ich machen. Obwohl, ich bin eigentlich schon fertig. Also, du brauchst mir nicht unbedingt zu helfen, aber du kannst mir bei einer Sache jetzt wirklich helfen. Hier, vielleicht zu ernten, weil ich glaube, das ist schon ein bisschen voll. Dann kannst du abernten und das wieder hinsetzen, die Samen und so. Okay, könnte ich gerne machen. Die Hacke liegt in der Truhe bei mir zu Hause, die erste kleine. Okay, gut. Dankeschön, bitte. Also. Ich habe nicht mal richtig ausgeschlafen. Diese Truhe, meinte er. Ja, hier, diese Hacke. Ah, eine Steinhacke. Bei uns im Königreich war eigentlich eine Eisenhacke da. Okay. Findet er das schon geerntet? Also ich kenne mich nicht so gut mit Ernten aus, aber. Wow.
Ups. Ups, ups, ups. So, ich muss hier kurz rüberspringen. So. Okay, und jetzt ernten wir. So. Oh, Erdnüsse. Aber die kann ich nicht so ganz. Also, wenn ich sie hinsetze, dann. Okay, wahrscheinlich habe ich dann mehr davon. So, was ist hier gewachsen? Tomaten. Okay, lecker Tomaten. Obwohl, nee, das sind keine Tomaten, das sind Kaktusfrüchte, okay. Zwei bleiben übrig, das ist halt der Teil wahrscheinlich, was übrig bleibt. So, was ist das? Blaubeere. Okay, lecker. Und davon bleibt nur noch eine übrig. Das ist halt der Nachteil, wenn man erntet. Oh. Ein Brombeeren, lecker. Okay. Könnte ich eine probieren? Eine Brombeere? Oh, gerne, gerne. Okay, dankeschön. Ah. Eigentlich bin ich immer noch hungrig, aber egal. Es gibt gleich Frühstück. Okay, gut. Dankeschön. Finden Sie nicht, dass Sie sich als Ihrem für Ihr Alter überstrengen? Weil ich meine, ihr seid ja alt. Nein, nein, ich finde das okay in diesem Alter. Okay. Oh, lecker Gurken. Leute, ich mag Gurken. Ich mag so sehr Gurken. Okay, 8 Stück. Dann, was ist das? Tomaten. Jetzt sind das Tomaten. Okay. Eine gute Ernte ist jetzt geworden daraus. Ja. So, da freue ich mich jetzt auf ein Frühstück. Die Hocke kannst du wieder reinlegen. Okay. So. Perfekt. Ja. Ja, ich bereite schon alles vor. Okay. Ich wollte eigentlich gerade alles vorbereiten. Brauchen Sie nicht, ich kann das schon. So eine Tomate. So eine Tomate hierhin, Tomate hierhin. Gurken, Gurken. So. Ich bin fertig soweit und Kaktusfrucht. Ich probiere das auch. Ich habe das wirklich noch nie probiert. So, Sie können sich gleich setzen. Oh nein, fang schon ohne mich an. Ich komme gleich. Okay. So. Ah, lecker, lecker, lecker. Ups. So, dann probiere ich mal. Nom, 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 nom. Ups, so. Jetzt ist gerecht. So. Und lecker. Ja, es schmeckt echt lecker. Oh, gut. Da freue ich mich aber. Ja, ich weiß, das ist echt gut, diese geernteten Sachen. Ich glaube, ich komme gleich, ne? Aber du, die Sachen könntest du bitte sie vielleicht in die Truhe legen, weil ich esse später, weil ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Und dann, wenn du kommst, können wir zusammen essen. Okay. Hier packe ich sie dann hin, ne? Ja. Du kannst dir was mitnehmen. Nein, nein, ich habe einen Essens, Rucksack. Okay. Was soll ich denn machen jetzt für Sie? Geh zu den Banditen, bitte. Also, wenn du traust. Weil ich weiß nicht. Wenn du nicht schaffst, dann ist das echt blöd. Deswegen würdest du besser hier sein. Ich weiß nicht, wie du das willst. Ich kann gerne die Banditen übernehmen. Wie viele sind das denn? 8 Stück. Glaube ich. 8 vielleicht. Vielleicht kleine winzige Pupscher oder so. Aber nicht 8 groß, so wie du oder ich. Also vielleicht die Hälfte von mir. Okay, das übernehme ich. Das waren vielleicht Kinder, aber bitte tu ihn nicht, ne? Du bist ein guter Mensch. Ja, natürlich bin ich ein guter Mensch. In meiner Burg war ich auch so. Mein Vater war ein richtig guter Mensch. Warte, dein Vater, wer ist dein Vater? Das ist. Das war der. Das war der Oberdiener von meinem König, also von dem König, von unserem König, also von unserem Stamm, also von der normannische König. Oh Gott, ich glaube, ich kenne den. Ich war mal befreundet mit dem. Wirklich? Ja, aber ja, ich glaube, ich muss mich hinlegen. Was? Okay, ich kümmere mich dann um die Banditen. Ja. Okay, gute Nacht. Guten Nacht, okay. Okay, der ist ein bisschen komisch, aber anscheinend müssen hier irgendwo die Banditen sein. Ich kümmere mich darum. Der sagt sich hier irgendwo in der Nähe, ne? Das bedeutet da. Dann gehe ich da und. Ja, ich hoffe, das dauert nicht lange, denn ich bin wirklich sehr, sehr müde.
Ja, wow. Das ist eine heiß glühende Lava. Wow, da kommen diese Asche-Dinger. Bist da zu den Menschen ernannt worden, der Häuptling der Menschen. Und du musst es überleben. Kümmere dich jetzt um die Banditen. Wir werden nächstes Mal reden. Bei der nächsten Begegnung. Viel Spaß. Wartet, wartet, nein, 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 nein. Ich will noch nicht. Ich will noch nicht. Wartet, nein, nein, nein. Ich will nicht. Ich will noch mit euch reden. Nein, 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 nein. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Strahl? Und er kommt einfach vom Himmel. Okay. Ich weiß gar nicht, gar nicht, was da passiert. Da ist das Haus. Ich weiß nicht. Soll ich noch. Was ist passiert? Ich bin doch verbrannt. Ich war doch verdammt nochmal in der Lava. Wieso? Und ich hatte so einen komischen Traum. Ich war auf dem Berg bei irgendwelchen Männchen. Und ich hatte einen riesigen Helm auf und einen Bart oder so. Und es hat mich erinnert an jemanden. Aber ich weiß nicht an wen. Was ist das für ein. Was steht da? Was? Was? Was wird denn? Okay. Ich verstehe gar kein Wort, was da drin steht. Oh, okay. Ich nehme das mal in meinen Rucksack mit, okay. Oh, eine Ente. Hallo Ente. Vielleicht könnte ich dich kurz. Es tut mir leid, Ente, aber ich brauche was zu essen. Federn brauche ich nicht. Okay, ich vergesse es einfach. Okay, ich gehe jetzt einfach zu diesen Banditen. Ich hoffe, die sind wirklich nicht schlimm. Denn eigentlich bin ich gar nicht bereit für einen Kampf. Okay. Was ist da los? Okay. Was ist das? Okay. Wie ich das in der Kampfschule gelernt habe. So. In der Ritterkampfschule geht man so. Man muss sich ganz leise anschleichen. Was? Das sind irgendwelche Leute. Ein wildes Schwein. Aber was ist. Oh. Okay, ich muss ganz leise sein. Ich hoffe, die sehen mich da nicht. Okay, so. Okay, ich verstecke mich hier im Gebüsch. Was ist das? Was ist das? Sind das die Banditen? Weil ich habe keine Ahnung. Weil bei uns haben schon viele Banditen angegriffen. Das sieht aus wie ein Banditenlager. Solche habe ich schon früher gesehen. Okay, pst. Da sind immer solche ihre Fenster. Da habe ich noch jemanden gesehen. Was ist das? Was? Ah, da, Leute. Oh mein Gott. Okay. Ah, der guckt direkt hier hin. Was ist das? Warum sind da Flammen? Ich glaube, die sehen mich, oder? Ich glaube, die sehen mich. Warum hat er ein Schild in der Hand? Okay, ich glaube, die sind Skelette. Das sind Skelette. Einfach nur Skelette. Können die denn reden? Okay, ich weiß nicht. Eigentlich haben wir schon gegen viele Skelette gekämpft, aber das waren, weil Magier hier waren, aber hier sind doch keine Magier, oder? Hallo? Könnt ihr reden? Was? Er steht in Flammen? Hallo, könnt ihr reden? Hallo? Okay, die können nicht reden. Oder haben die einfach keine Lust mit mir zu reden? Hallo? Wieso steht er in Flammen? Und? Oh. Hallo? Was geht bei euch ab hier? Wer seid ihr? Und warum habt ihr einen Piraten auf? Okay, ich kapier gerade gar nichts.
greift mich an, er will mich angreifen. Ist das. Das sind Banditenlager. Seid ihr Banditen? Hallo? Das sind einfach Skelette, ne? Hallo? Oh mein Gott. Oh Mann. Au. Oh. Okay, der hat mich nicht sogar erwischt. Oh mein Gott, ich habe mich so gerade erschreckt. Okay. Okay, die versuchen hier auszubrechen. Steckt ihr hier fest oder was? Okay. Okay, ich werde euch jetzt in euren Schädel schießen. Okay. So. Bleib still. Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Alter, wie viel Leben habt ihr denn? Okay, der hat richtig viel Leben. Und der andere? Okay, der ist gleich tot. Ah. Nein, komm schon. Ja, der ist tot. Ich nehm. Oh, da liegt Gold. Okay, echtes Bar, Gold, Goldbahn. Echte Goldbahn. Okay, ich muss da schnell rein. Ey, ganz ruhig. So. Ich hab. Okay, ich muss sein Schild nicht hochheben. Ah. Hab ich irgendwas gehört? Okay, du. Er ist K.O., okay. Konnte ich hier hin? Ich hoffe nicht. Okay. So. Komm schon. Okay, schnell zu machen. So, kommst du hier hin? Ey, du. Ja. Okay. Ja. Geh weg. Dieses Schwert ist stark. Okay, ich muss mir schnell diese. Echter Goldbarren, der ist voll schwer. Und Knochenbar. Knochen doch nicht. Okay, jetzt muss ich hier rein. Komm ich hier denn? Okay, ich kann hier. Oh, der hat einen Speer. Okay. Ich muss da. Okay, was, wenn ich das hier öffne? Schau. Es ist voll fest. Komm schon. Ran drücken. Okay. Ich schmeiß dich damit auf. Oh Mann. Oh, er hat mir mit dem Speer meinen Arm fast gestochen. Oh, das tut voll weh. Okay, den muss ich mit dem Bogen töten. Und jetzt. Boom. Okay, ich hab's geschafft. Gut. Die Fackel hier platzieren. Vielleicht verbrennen die. Bei Tageslicht verbrennen die. Wieso verbrennt die nicht? Warum hat der gerade verbrannt? Der hat gerade einfach gebrannt, okay. Ich brauche was zu essen. Okay. Gekochtes Kaninchen habe ich hier rausbekommen. Okay. Was ist das? Eine Gasträne? Okay, was habt ihr hier gesammelt? Ihr seid so. Was ist das? Sieht wie so ein komisches Ding aus. Okay, komm her. Ich bin bereit. Komm. Nein. So, jetzt. Komm. Nein. Pack dein Schild weg. Okay. Ja, komm schon. Dagegen. Drücken. Komm schon. Das muss jetzt leichter gehen. Dagegen treten. Komm. Oh. Okay. Was war das? Oh, ich will. Achso. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Okay. Ich habe schon ein paar vermöbelt von denen. Piratenhut. Vielleicht, wenn ich das anziehe, denken die, dass ich dazu gehöre, aber das wäre unmöglich. Das geht ja nicht. Und ich habe schon wieder diese Knochen. Weg mit euch. So, ich nehme erstmal kurz meine Fackel mit. Was haben die hier drin? Nichts. Was ist das? Das ist. Hier ist auch eine Truhe. Okay, warte. Okay, das sind Stufen, die kann man leicht wegmachen. Komm. Ah. Okay, und so jetzt die wegschieben. So. Was ist hier? Nichts. Ah. Ja, oh Mann, die ist ein bisschen schwer zu öffnen. Komm schon. Ah. Okay. Hier ist rohes Rindfleisch und hier ist Essen. Okay, das hat mir noch gefehlt. Davon ein bisschen. Das packe ich auch hier alles in meinen Rucksack. So. Perfekt. Und Heu. Heu brauche ich unbedingt. Ah. Das packe
wirklich auch irgendwie mit. So, perfekt. Und was ist hier? Hier. Hier. Und der Mann, ist da irgendwie auch was drin? Der ist auch so fest verschlossen. Oh, ha. Smaragde. Das nehme ich mal mit. Gold. Eisen. Eisenblöcke. Und was? Goldene Äpfel? Die gab es bei uns sehr, sehr selten. Und etwas zu trinken. Ich muss wieder trinken. Ja. Ja. Oh, lecker, okay. Ich muss jetzt schnell weg. So. Ich muss die anderen erledigen. Die waren nämlich auch da in der Nähe. So. Okay. Nein, 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 nicht die Knochen. Alle wegschmeißen. So, okay, komm schon. Komm. Ach, wieso sind diese Zäune so fest? Okay. Hier war doch dieser brennende Typ. Oder? Wo ist der? Hallo? Brennender Knochenskelett? Habe ich ihn schon getötet? Ich kann mich nicht erinnern, er hat eine Goldhose an. Oder ist er verschwunden? Ist er verbrannt? Deswegen hat er ja auch so gebrannt. Okay, gut. Ah, okay. Und ihr seid jetzt dran. Er hat auch einen Speer. Okay, so. Ah. Okay. Oh, da ist der. Mit der goldenen Latzenhose hier. Okay, so, ich mach so. Den mit dem Speer muss ich so abknallen. Komm her. Ah. Ah. Perfekt. Okay, warum hat er ein Schild? Okay, willst du mich mit einem Schild töten hier? Ah, komm her. Komm, schlag mich mit dem Schild, komm. Alter, ich könnte jetzt einfach diesen Zaun hier aufreißen. Geh weg, geh weg. Geh weg. Was? Weg damit. Elderbeere, was? Okay. Ich nehme dieses Zeug kurz. Nein, nicht das, nicht das. Er hat auch irgendwas Komisches. Oder? Warum hat er ein Schild? Okay. Was ist hier? Nicht das. Das brauche ich auch nicht. Okay, ich muss hier einfach weg. Stühle könnte ich mitnehmen. Ich weiß, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Okay. So. Zwei Stühle reichen. Vielleicht könnte ich so ein bisschen von diesen Decken hier mitnehmen. So, die Kissen. So. Perfekt, so. Hier, so. Okay, und jetzt renne ich einfach. Ist mir egal, die Truhen lasse ich hier, ist egal. Ich muss hier rennen. Dieser alte Mann wartet bestimmt schon auf mich. Okay. So, ich renne jetzt. Ich renne jetzt einfach weg. So. Oh, Skelette. Nein, 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 Wahlmonster, Wahlmonster. Okay. Okay, ich komme hier nicht weg. Hier sind Wahlmonster. Ich muss bis morgen früh warten. Okay. So. Ich bleib jetzt bis morgen früh und dann überlege ich mir was anderes. Achso, schlafe ich ein bisschen. Ich habe wirklich nicht ausgeschlafen. Letzte Nacht. Gute Nacht.